Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal bin ich in St. Vigil und es geht direkt von St. Vigil Richtung Sennes rauf und dann einen super coolen Trail zum Pragser Wildsee runter. Diesmal ein bisschen in anderer Begleitung, aber es wird trotzdem sehr ereignisreich, traillastig, richtig lang und wie ich finde super cool. Bleibt dran und lasst uns gerne einen Kommentar da, wie euch dieses Video gefallen hat. My heart is beating to your drum, and I'm blinded by the sunshine in your eyes. Nothing can Panorama mega. Auffahrt auch, aber hart. Echt, echt hart. Passend zum Stichwort. Geile Aussicht hier oben am Joch. Das, was das Ding sagt. Schauen wir mal nach, wie es heißt. Hier 2283. Aber wie heißt? So Mammut Kreuzjoch. Mammutjoch. Ah. Ja, liebe Uwe. Das ist eine der schönsten Wanderungen, die ich je gemacht habe, nur dämlich, dass ich das Fahrrad mitgenommen habe. Runter brauchst du es ja noch. Wunderschön. Hier kann man noch. Jammern lernen. Seid ihr immer noch gegenseitig am Bluffen oder warum seid ihr das letzte Stück gefahren? Ja. Und ich sag euch, wenn man ganz hinten läuft, kann es sein, dass Leute einen mit Flaschen abwerfen. So schaut's aus jetzt hier oben. Kreuzjoch, habe ich gehört. Der Trail wäre auch geil. Jetzt gibt's Jausen. My heart is beating to your drum. So, Panorama kann sich jetzt fast noch besser sehen lassen wie vorher. Richtig satt. Can't help myself.
Und dann ist das hier mit dem Trail passiert. Oben war es ja immer schon so ein bisschen und hier ist es dann so komplett scheiße.
mal schauen. Draxer Wildsee. Ja. Sieht schon sehr, sehr geil aus hier der See. Am See entlang. Brotzeit. Uns geht es jetzt 500 Höhenmeter rauf, dass wir dann nach Olang abfahren können. Sind wir auch schon wieder in den letzten Metern für dieses Hügelchen. Schauen wir mal, wie es nachher runtergeht. My heart is beating to your drum, and I'm blinded by the sunshine in your eyes. Not thinking twice, your mind is done, although I know you're all one. How could I crave something so bad? My sweaty palms reveal a warning I should hear, but I don't care, you drive me mad. I'll know the truth and run to you. Noch die Diskussion, Mountainbike-Hose mit Überhose oder ohne. Bitte dazu keine Kommentare ins Video. Schauen wir uns lieber wieder das Panorama an. Und auch hier hat schon der ein oder andere Sturm leider gewütet. Das wird da auch vor 2 Jahren gewesen sein, wo es hier in der Gegend einfach so viel umgehauen hat. Die nächsten Bäume gefunden. Also als allererstes möchte ich mal anmerken, dass der Mountainbiker eindeutig den Wald kaputt macht. Und deswegen sind wir auch vorbildlich und tragen. Wir möchten da nicht dazugehören. Und bei der Bike-Trageschule Bechtel ist das erste Prämisse, dass man sein Rad trägt und nicht fährt. Kommt doch einfach mal vorbei und besucht uns auf so eine Wanderung. Ihr seht, der Trail kommt voll und ganz an. Aber wie ihr ja aus unseren Videos wisst, bei uns ist es normal, deswegen nicht aufregen und weitermachen. Ja, für uns geht es noch auf den Furkelpass. 8 Kilometer und irgendwas um die 700 Höhenmeter, habe ich gehört. Und hiermit geht der erste offizielle Lebkuchen ins Spiel. Und Kräfte braucht man ja jetzt schließlich noch. Gegessen habe ich aber schon mehr, also keine Sorge, ich bin nicht kaputt. Andere beschäftigen sich eher mit der Navigation. Busfahrplan. Busfahrplan. Nichts gibt's, da wird gestrampelt. Da kommen wir auch schon daher. Mal schauen, was sie jetzt zum Fahrplan so sagen. Grüß Gott. Grüß Gott. Das ist jetzt Geiselberg, wo wir gerade durchfahren. Und ich bin mir ziemlich sicher, hier war ich noch nie. Aber es sieht alles sehr urig aus. Ist hier echt eine Strecke schöner wie die andere. So geil. Jetzt sind wir in Mareppe. Da waren wir auch schon mal mit der Transalp. Cool, cool, cool. Da ist das Ding. Furkelpass. Naja, grausiger Name. Aber super schöne Passhöhe. Mit See. Allerdings leider abgesperrt. Ihr seht selber Trail leider nein, aber Aussicht echt nochmal cool. Von dem her ja. Sonst wäre es eh dunkel geworden. Passt. Ja, wir nähern uns dem Bus. Aber jetzt muss ich da noch irgendwie nach einer warmen Dusche schauen, weil auf den kalten Gartenschlauch habe ich, glaube ich, heute mal keinen Bock. Es ist jetzt schon 7:30 und es ist ganz schön frisch. Ja, hier bin ich. Gut zurück, gut angekommen.
Anstrengend war es schon. Circa 2500 Höhenmeter waren das jetzt. Aber war auch wirklich eine richtig coole Runde. Und hier hat man gute Aussicht über St. Vigil. Nur leider keine warme Dusche. Ah. Wie es ja so schön heißt, nur die Harten kommen in den Garten, bin ich doch einfach unter den kalten Gartenschlauch. Ich hätte aber auch nichts anderes auf die Schnelle gefunden. Und jetzt habe ich gerade den Föhn laufen gehabt und Sicherung raus. Oh, gemein. Jetzt muss ich nochmal in die Kälte, weil hier drin läuft die Standheizung. Hey, so viel zu den Harten. Aber der Gartenschlauch war echt bitterkalt und draußen ist es stockdunkel und arschkalt. Uah!